Hallo Leute, eine weitere Fight Night bei UFC steht auf dem Programm. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal 4Run Sports Gaming und hoffe, ihr freut euch schon auf den nächsten Kampf von Ronny Zupf hier bei der UFC. Ronny Zupf, der junge Mann aus Köln, der sich auf den Weg gemacht hat, die MMA im Sturm zu erobern. Wollen wir schauen, ob er seinen Kampf heute gewinnen kann, denn dann hätte er eine beeindruckende Serie mit nur einer Niederlage bei dieser Veranstaltung hier in seiner Kampfbilanz. Wir werden jetzt den nächsten Kampf starten und dann wollen wir schauen, wer der nächste Gegner von Ronny Zupf sein wird. Es dauerte eine Weile, nein, da haben wir schon die Übersicht, die Fightcard und wir sehen, dass Ronny Zupf heute gegen Saito kämpfen muss. Wir werden schauen, was das für ein Kämpfer ist, wir werden jetzt gleich in der Übersicht sehen, wenn der Kampf kurz bevor der Kampf ansteht und dann müssen wir darüber reden, ob Ronny Zupf hier heute seine Leistung bringen kann und ob diese Leistung reichen wird, um den Mann namens Saito zu schlagen. Es dauert jetzt noch einen Augenblick, bis der Kampf beginnt. Die Kämpfer sind in den Kabinen und bereiten sich vor, machen sich warm, schlagen sich und treten sich ein bisschen warm und dann werden wir schauen, wann sie hier ans Oktagon treten, um ihren Kampf zu beginnen. Und dann geht's auch schon los. Da haben wir Ronny Zupf versus Goro Saito. Wollen wir hören, was der Oktagon-Ansager Bruce Buffer hier über die beiden Kämpfer zu sagen hat. So, da sehen wir die unglaublich beeindruckende Kampfbilanz von Goro Saito. 11 Siege, keine Niederlage, kein Unentschieden. 1,83 groß, 94 Kilogramm schwer aus Kanagawa, Japan. Und nun unser Ronny. Unsere deutsche Hoffnung bei der UFC. Und wenn man hier die Erscheinung der beiden Kämpfer vergleicht, dann wird man sofort sehen, dass Ronny hier einige Distanzvorteile haben wird. Mario Yamazaki gibt gleich das Zeichen und beginnt den Kampf, nachdem er beide Kämpfer gefragt hat, ob sie fertig sind. Und nun geht's los. Und schon legt Ronny mit seinen berühmten Kicks los. Aber stürmt jetzt ein bisschen zu arg nach vorne und muss aufpassen, dass der Japaner ihn nicht hier erwischt und einen Konter fährt. Aber Ronny trifft ihn wieder, den Japaner. Aber da muss er auch selber ein paar Schläge einstecken. Aber noch zeigt Ronny überhaupt keine Anzeichen von irgendwelchen Wirkungstreffern. Aber der Japaner hingegen, der wird immer wieder getroffen von Ronny. Der jetzt aber auch wieder aufpassen muss, nicht zu offensiv zu werden. Aber er lässt sich hier jetzt ein bisschen an den Rand des Oktagons drängen. Und das ist nicht gut. Er müsste auch mal ein bisschen die Deckung hochnehmen. Aber Ronny schafft es hier, einige der Schläge abzublocken. Aber jetzt zeigt auch sein Körper schon einige Anzeichen der Schläge. Aber Ronny geht weiter vorwärts und versucht hier, oh, das war ein schwerer Treffer in die Leber. Ronny muss aufpassen, sonst ist das hier vorbei. Und es ist vorbei. Nein, es geht am Boden weiter. Ronny kann sich noch einmal retten. Er steht auch wieder auf. Und jetzt muss er sehen, dass er nicht noch mehr Schläge einstecken muss. Sonst ist das hier bald vorbei. Der Japaner hat jetzt einen Versuch eines Takedowns angesetzt, aber das hat nicht funktioniert. Aber jetzt ist Ronny wieder am Zuge. Aber er muss aufpassen, dass er keine Körpertreffer mehr einsteckt. Aber da ist er schon wieder ein. Hat er wieder einen erwischt und jetzt muss er wieder aufpassen. Er taumelt. Er ist jetzt völlig am Ende, Ronny. Das wird er nicht schaffen, wenn er so weitermacht. Er muss jetzt hier in die Distanz und versuchen, Luft zu schnappen. Das schafft er jetzt einigermaßen. Hat sich jetzt wieder ein bisschen bekriegt. Aber der Japaner ist sehr windig und sehr quirlig und ist immer wieder dabei, Ronny zu schlagen. Aber Ronny wehrt sich jetzt. Trotzdem scheint er immer noch nicht ganz bei Kräften wieder zu sein. Aber der Japaner schlägt auch in einem irren Tempo und versucht jetzt Ronny an den Boden zu bringen, was ihm auch gelingt. Aber Ronny, oh, Ronny ist jetzt oben auf und jetzt kann er zuschlagen. Warum macht er denn nichts? Ah, er trifft den Amerikaner mit einem Kick am Kopf, den Japaner, Entschuldigung. Und noch einmal. Und noch einmal, wieder ein schwerer Treffer. Der Japaner wankt jetzt ein wenig, habe ich den Eindruck. Und Ronny muss nachsetzen. Jetzt muss er nachsetzen. Jetzt hat er die große Chance, hier den Kampf vielleicht vorzeitig zu beenden. Und wieder trifft er den Japaner. Und noch einmal. Komm, Ronny. Mach ihn fertig. Schreien seine Betreuer aus der Ecke. Aber jetzt ist er im Clinch. Das ist nicht seine Sache. Ronny muss versuchen, aus dem Clinch rauszukommen. Hat er geschafft. Und wieder trifft er den Japaner mit einem Tritt am Kopf. Aber er muss auch selber einstecken.
Oh, und wieder ein schwerer Treffer am Kopf des Japaners. Und diesmal zielt Ronnie auf den Körper und trifft den Amerikaner, aber muss selbst auch einige sehr, sehr fette und brutale Schläge einstecken. Er muss jetzt sehen, dass er den Japaner. Und Ronnie trifft ihn wieder am Kopf. Und noch einmal, noch 7 Sekunden dauert der Kampf. Vielleicht kann er den Amerikaner jetzt hier noch zu Boden zwingen. Ich sag schon wieder Amerikaner. Ich glaube, ich habe heute zu viel Cognac vor dem Kampf getrunken. So, jetzt ist der erste Durchgang ist jetzt vorbei. Und man sieht, dass der Japaner gezeichnet ist von einem Cut oberhalb des rechten Auges. Und jetzt sehen wir einige Wiederholungen aus der ersten Runde, als Ronnie ganz am Rande eines K.O.s schon stand. Hier, wie wir sehen, da war er völlig fertig. Da hat er kaum noch was mitbekommen. Und das wundert mich, dass er sich da noch mal richtig bekriegt hat. Okay, wir stehen jetzt kurz vor der zweiten Runde. Die wird jetzt gestartet. Jetzt wird sich zeigen, ob Ronnie das Zeug hat, hier den Japaner zu Boden zu schicken. Und er trifft ihn gleich wieder mit einem sehr, sehr brutalen Kick im Gesicht und setzt nach. Aber der Japaner lässt sich da nicht so leicht ins Boxhorn jagen, habe ich den Eindruck. Ronnie muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass er den Japaner nicht zu sehr aufkommen lässt. Und er trifft ihn schön im Gesicht mit einem schönen Kick. Ah, Ronnie, da muss mehr kommen. Ja, Ronnie trifft ihn. Trifft immer wieder den Japaner. Entweder am Kopf oder auch an der Brust. Aber jetzt sind beide ein bisschen defensiver. Aber wieder trifft Ronnie. Und noch einen hinterher. Oh, jetzt wird er aber selbst getroffen. Aber der Japaner ist jetzt gezeichnet von Ronnies Schlägen, die immer wieder in seinem Gesicht landen. Und jetzt könnte er auch mal einen Takedown versuchen. Das macht er genau, als wenn er mich gehört hätte. Und jetzt immer ins Gesicht, Ronnie. Komm, er muss ihn jetzt K.O. schlagen. Vielleicht nützt das was. Ronnie versucht, den Japaner hier zu vernichten, aber das schafft er im Moment nicht. Der Japaner hat eine beeindruckende Kondition und kann mehr einstecken, als ich je gesehen habe hier in den letzten Tagen und Wochen. Aber Ronnie bleibt dran. Er versucht, ihn zu treffen und er trifft ihn immer wieder, den Japaner aus Kanagawa. Aber jetzt versucht der Japaner einen Takedown, schafft es. Jetzt muss Ronnie versuchen, hier aus dieser Situation so heil wie möglich rauszukommen. Er steht wieder, das ist gut für Ronnie. Und er trifft den Japaner jetzt am Knie und am Kopf. Und immer wieder, der Japaner, wie kann man so viel, das ist unmenschlich, so viel Schläge einzustecken. Und Tritte. Aber jetzt, jetzt ist Ronnie fast K.O. Der Japaner trifft ihn voll und Ronnie muss jetzt sehen, dass er nicht K.O. geht hier. Noch, aber jetzt hat er den Japaner in seiner Gewalt. Aber Ronnie geht jetzt auf Distanz, um Luft zu holen. Keine gut schlechte Idee, würde ich sagen. Denn jetzt ein fetter Schlag und Ronnie ist K.O. Ronnie, mach weiter. Du musst ihn jetzt versuchen, wegzuhalten von dir. Und jetzt hat er den Japaner am Boden und der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Ronnie gewinnt erneut durch K.O. Er hat den Japaner so schwer getroffen, immer wieder am Kopf getroffen. Und das war nur eine Frage der Zeit, bis der Mann aus Kanagawa am Boden ist. Ein wunderbarer Kampf. Erneut eine beeindruckende Leistung von Ronnie Zupf aus Köln. Und da sehen wir nochmal den entscheidenden Kick am Kopf. Und da geht gar nichts mehr beim Japaner. Er hat so viel eingesteckt, aber der Schlag, den konnte er nicht mehr wegstecken. Er liegt am Boden und guckt nur noch in die Sterne. So, damit hat Ronnie jetzt seine Kampfbilanz auf 4 Siege aufgestockt. Bei einer Niederlage, das lässt sich doch sehen für einen jungen Neuanfänger hier in der UFC. Jetzt sehen wir den offiziellen Urteil. Der Ordnung halber natürlich. Big Daddy. Big Daddy. Okay, Ronnie kann froh sein. Er hat jetzt wieder gewonnen und sein Ansehen in der UFC steigt mit jedem Kampf. Wir wollen sehen, wie es für ihn weitergeht. Zunächst geht es mal zurück ins Göm, ein bisschen ausruhen und dann steht Training auf dem Programm. Hier sehen wir nochmal die Ergebnisse dieses Kampftages. Kang hat gegen Cody gewonnen, Knowles gegen Ishikawa, dann hat Martins gegen Tamura gewonnen, Garrison gegen Gray, Nakajima gegen Stevens, Tyson gegen Moore, Davis gegen Griffin, Grant gegen Cerrone, Johnson gegen Jorgensen und McGregor gegen Aldo. So, wir sehen jetzt
die Belohnung für Ronny. Er steigt auf in die Stufe 5 mit den 622 Erfahrungspunkten, die er bekommen hat. Er hat 3 Wirkungstreffer nur erlitten in diesem Kampf. Und da muss man wirklich sagen, sehr gut. Und hat 9.367 Fans dazu gewonnen. Seine Fanbase beträgt mittlerweile 45.453 Fans. Weiter geht's hier, zurück zum Gym. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir hier noch ein paar Trainingseinheiten an diesem Tag einlegen können. Oder müssen. Der Kampf war jetzt mal ein bisschen länger als seine vorhergehenden Kämpfe, die niemals über die zweite Runde hinausgingen. Jetzt war es zwar auch eher noch Mitte der zweiten Runde, aber der Kampf war wesentlich anstrengender, weil es sah zwar so aus, als würde Ronny hier sehr überzeugend gewinnen, aber der Japaner hat ihn doch einige deftige Schläge versetzt. Jo, das war Don House. Und jetzt kommt noch Forrest Griffin. Good job. I don't want you to feel bad. You were supposed to knock him out. No, he's never going to hear right again. He probably isn't going to recognize his family when he sees him. But the important thing is that you won. Okay. Wollen wir jetzt mal nicht kommentieren, was der gerade gesagt hat, aber lassen wir das mal. Okay, was haben wir jetzt da oben? Wenn das mal weggeht, dann sehen wir auch, drücke X, um das Kampfangebot anzusehen. Neue Fähigkeit freigeschalten, gnadenloser Angriff. Wir schauen uns mal das Kampfangebot für den nächsten Kampfabend an. So, wen haben wir denn da auf der Karte? Ein Peter Vasiliev, der griechisch-römisch, also mehr so wie so ein Ringer, kämpft und hier schon eine etwas höhere Gesamtqualität hat, nämlich 72. Im Stand erreicht er eine Note von 62 Punkten, Submission ist er 75 und am Boden 80. Also da muss ich, wenn Ronny den Kampf annimmt, doch vom Boden sehr gut fernhalten. Also es geht weiter, es ist weiterhin natürlich ein Undercard-Kampf. Ronny ist ja noch frisch in der UFC. Lesen wir uns mal durch. Auf der Undercard verbesserst du deine Skills und beweist, dass du irgendwann auch auf die Maincard eines UFC-Events gehörst. Hier ist dein nächster Kampf. Wir nehmen den Kampf gegen Peter Vasiliev an. Und werden gleich ins Trainingslager einziehen und uns für diesen Kampf jetzt hier schon einmal vorzubereiten. Okay, dann gehen wir zum Training. Oder wir führen das Training vor dem nächsten Kampf aus. Das überlege ich gerade hier. Aber nein, wir werden das Training jetzt hier noch durchführen. Und dann schauen wir uns mal an, was Ronny hier dazu lernen kann. Es wird an den Bodentechniken gearbeitet. Durchaus sinnvoll bei Ronny. So, jetzt haben wir hier einen Bodenkampf und müssen uns aus den Submission-Toren hier herausarbeiten. Und das machen wir hier, indem wir ein bisschen die verschiedenen Richtungen eingehen und somit hier den Kraftpower-Balken des Gegners versuchen nach unten zu bringen. Aber irgendwie klappt das jetzt gerade nicht. Aber jetzt sieht das schon besser aus. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Und die Verteidigung wird uns hier als Erfolg anerkannt, aber nur mit einem braunen Gürtel belohnt. Bewegung, Arbeit an deiner Beinarbeit. Auch etwas, was Ronny durchaus verbessern kann. Aber kein Wunder bei seinem Gewicht und bei seiner Größe, dass er da nicht der beste Tänzer hier am Parkett ist. Oh, aber Ronny, das ist gar nichts. Oh, 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 oh. Ja, Ronny, da sieht man, wo seine Schwächen sind. In der Beinarbeit auf sicherlich. Aber da hat er gerade was in seinen Seitenspeck bekommen. Aber da kommt er auch irgendwie nicht weg, ne? Der ist viel zu schnell hier, der Joe Adams, unser Sparringpartner. Damit kann Ronny überhaupt nicht umgehen hier, das sieht man. Oh ja, super. Da haut er mir im Training noch die Maske blutig hier. So, das ist vorbei. Das wird wahrscheinlich auch nicht viel eingebracht haben. Gerade mal einen weißen Gürtel. Und jetzt geht's noch zum Striking-Training. Okay, machen wir gerne. Okay, da machen wir ein paar kleine Kombinationen hier mit ein paar Kniekicks, die wir jetzt hier noch wieder falsch machen. Okay, das sieht schon besser aus hier. Ja, Dirty Boxing, das machen wir gerade. Oh, L2 müssen wir machen hier. L2 und X haben wir jetzt. L2 und jetzt wieder mit X. So, X. X und das Kreisding. Okay, das sieht doch alles sehr gut aus. Komm, Ronny. Einer geht noch.
So, und dann gibt's noch ein paar Punches. So, noch einen hinterher. Komm. Genau so. Jetzt hast du die volle Kontrolle. Oh, das ist ja völlig daneben, was ich hier mache. Ach, schon wieder falsch. Okay, noch einen. Okay, da noch einen hin und da noch einen hin. Dann haben wir das auch noch geschafft. Okay. Damit ist jetzt das Training vorbei. Da haben wir einen schwarzen Gürtel erreicht und kriegen jetzt, soweit ich das sehe, nicht besonders viele Punkte, weil wir gerade im Bewegungsbereich so grottenschlecht waren, dass man da wirklich nicht von einem erfolgreichen Training sprechen kann. So, was schauen wir uns denn jetzt mal an? Wir werden hier nochmal ein bisschen investieren. Und zwar werden wir uns das Ganze jetzt mal hier Clinch Passes, da müssen wir ein bisschen höher kommen. Okay, dann gehen wir hier mal in das rechte, in die Stärke des rechten Beines. Da sollte man immer was investieren, meiner Meinung nach, genauso wie die linke Hand. Hier auch die rechte natürlich genauso. Wo sind wir denn jetzt noch ein bisschen weit unten? Mal schauen. Da geht es eigentlich einigermaßen. Gelenksabmischen. Bodenkontrolle. Hier, Bodenpassis. Da ist ja gar nichts. Da hauen wir mal alles rein, was wir noch haben, würde ich sagen. Ne? So. Und dann haben wir hier noch die Takedowns. Da können wir vielleicht auch mal was reinpacken, damit wir da nicht immer versagen bei den Takedowns. So, hier sind wir noch ein bisschen weiter weg. Jetzt sehen wir auch in unserer Gesamtübersicht, dass es bei uns gerade bei Stand und Submission da noch hakt an der Punkteverteilung. Das hätten wir uns wieder vorher mal angucken sollen. Ich mache das aber jetzt trotzdem mal weiter und akzeptiere auch. Und dann sind wir jetzt an der Stelle, wo Ronny Zupp vorbereitet ist für den nächsten Kampf, den wir uns allerdings natürlich erst in der nächsten Folge ansehen. Denn bis dahin muss Ronny sich noch ein bisschen ausruhen, ein bisschen etwas für seinen Körper tun, ihn ein bisschen regenerieren lassen und dann heißt es wieder UFC für Ronny Zupf vor einem großen Publikum im Oktagon. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Aber wir sehen uns demnächst. Alles klar, bis demnächst. Ciao, euer Christo von 4Run Sports Gaming.